Weg aus der Krise ist eine Allianz aus 11 verschiedenen Organisationen und Gewerkschaften. Uns sind dabei Global 2000, Greenpeace, ATTAC, SOS Mitmensch, die Armutskonferenz, die österreichische Hochschülerinnenschaft. An Gewerkschaften sind bei uns in der Allianz beteiligt die Produktionsgewerkschaft, die Gewerkschaft der Gemeindebediensteten, die WIDA, die GPA und auch die katholische Arbeiterinnenbewegung. Und wir treten als Allianz, also diese ganzen einzelnen Organisationen, gemeinsam auf mit vor allem zwei Schwerpunkten. Einerseits Verteilungsgerechtigkeit und andererseits flächendeckende Versorgung mit öffentlichen Gütern und Dienstleistungen. Und wir bringen uns als Wege aus der Krise mit zwei unterschiedlichen Perspektiven ein. Einerseits glauben wir, dass einnahmenseitig stärker Vermögen und Reichtum belastet werden sollte und einen stärkeren Beitrag leisten sollte. Das ist sozusagen der Titel Überfluss besteuern, dort wo er besteuert werden kann. Und andererseits glauben wir, dass dieser Spardruck und Sparzwang und dieser neoliberale Ausverkauf öffentlicher Güter und Abbau öffentlicher Dienstleistungen alles andere als wirtschaftlich nachhaltig ist. Und fordern im Gegenzug zu dieser Politik, die wir im Moment erleben, ein Mehr an Investitionen und ein Mehr an proaktiver, auch staatlicher Politik dort, wo sie wichtig ist und wo sie sinnvoll ist. Wo kann man Überfluss besteuern? Ganz klar einerseits durch Vermögensteuer. Bei Vermögensteuern ist Österreich sowohl im OECD-Durchschnitt als auch im EU-Durchschnitt ganz weit hinten abgeschlagen. Große Steuerflucht erwarten wir keine, da Österreich, wie gesagt, an ganz letzter Stelle ist, was Vermögensteuern betrifft. Wohin sollen Vermögen denn gehen, wenn sie sich dieser Steuer entziehen wollen würden? Ja? Der zweite Punkt, nachdem wir auch einen sehr starken ökologischen Schwerpunkt haben, durch unsere Trägerinnenorganisationenstruktur, glauben wir, dass sinnvolle ökologische Steuern einen großen Beitrag zur Budgetkonsolidierung einerseits und zur Erreichung der Klimaziele andererseits leisten kann. Abschaffung von ökologisch sinnlosen Subventionen, wie zum Beispiel der Subvention von Dienstwegen der Ober- und Mittelklasse mit 30%, die den Staat jährlich mehrere hundert Millionen Euro kosten und im Endeffekt nur dazu führen, dass Unternehmen die Löhne entsprechend kürzen, indem sie das ausgleichen, dadurch, dass sie ihren Mitarbeiterinnen einen Dienstwagen beschaffen, auf Staatskosten sozusagen. Wichtig wäre für uns auch, dass man über eine Erbschaftssteuer wieder nachdenkt, die es ja bis 2007 in Österreich gegeben hat. Wiederum mit einem entsprechenden Freibetrag, um untere und mittlere Einkommen davor zu schützen. Aber hohe Erbschaften, die ein sehr hohes leistungsfreies Einkommen darstellen, doch mit einem gerechten Beitrag auch zur Budgetkonsolidierung heranzuziehen. Wir glauben, dass wir im Moment eine sehr wirkmächtige, aber sehr ungerechte Erbschaftssteuer indirekt dadurch haben, dass die meisten älteren Menschen ihre Spareinlagen für Pflege aufwenden müssen, und zwar meistens zur Gänze. Und das ist vielleicht ein gutes Stichwort, um auch überzuleiten zu unserer zweiten Seite, also wie wir uns ein Zukunftsbudget vorstellen, nämlich Zukunftsinvestitionen. Gerade der Bereich der Pflege ist so einer, wo Investitionen dringend nötig sind und sinnvoll sind, wo wir nicht nur massiv Beschäftigung schaffen können, weil auch die Nachfrage und der Bedarf daran da ist, sondern wo es auch darum geht, einfach überhaupt dieses Pflegesystem gerechter zu machen und die Last von den Angehörigen und den zu Pflegenden nehmen und in Österreich gerechter zu verteilen. Dann im Ökologiebereich glauben wir, dass es ganz sinnvolle Investitionen gäbe, die man unternehmen könnte. Da wäre zum Beispiel der Ausbau des öffentlichen Verkehrs, die Einführung von einem Einstundentakt auf allen Schnellbahnlinien zum Beispiel, die Reaktivierung und gleichzeitig der Ausbau vom Regionalbahnnetz, sozusagen eine Umkehr dieser Tendenz, dass Nebenlinien eingestellt werden, weil nicht rentabel. Wir glauben, eine gute Infrastruktur ist sozusagen das A und O. Also mit solchen Investitionen, glauben wir, ist uns mehr geholfen, als wie in dem überall der Sparstift angesetzt wird. Und die Lage in Europa gibt uns da gewissermaßen auch recht, wenn man sich anschaut, wo Budgetkonsolidierung so betrieben worden ist, dass einfach alles ausverkauft worden ist und alles zurechtgestutzt worden ist, wie in Griechenland und England zum Beispiel, schnellen im Gegensatz die Staatsschulden hoch. Wenn ich aber durch Zukunftsinvestitionen Beschäftigung schaffe, bedeutet das erstens eine Entlastung der Sozialfonds, wie zum Beispiel Arbeitslosengelder, die dann nicht schlagend werden. Und gleichzeitig bedeutet das natürlich Mehreinnahmen. Wenn Leute Einkommen haben, geben sie aus, konsumieren, zahlen Steuern und bedeutet das Mehreinnahmen für den Staat. Ja, mit diesen Inhalten treten wir an und versuchen, die breit zu kommunizieren. Und anlässlich des Sparpakets, wo wir das so gar nicht realisiert sehen, haben wir jetzt eine Briefaktion gestartet.
wo wir über unsere Homepage den Leuten die Möglichkeit geben, einen solchen Brief an einen Abgeordneten oder eine Abgeordnete ihrer Wahl, am besten aus ihrem Regionalwahlkreis, zu schicken, um einfach im Nationalrat auch ein bisschen Druck zu erzeugen und diesen breiten Willen nach Vermögensteuern und nach einer stärkeren Verteilungsgerechtigkeit in Österreich, also ja, einfach dort hineinzutragen. Ja, und die Briefaktion ist bisher sehr erfolgreich verlaufen. Es haben mittlerweile schon über 1700 Leute Briefe geschrieben und sie läuft noch 2 Tage und wir erwarten, dass ungefähr 2000 Leute sich an Nationalratsabgeordnete wenden, um ihre Vorstellungen auch bezüglich am gerechten Budget, was es ja in dem Fall nicht worden ist, zu artikulieren. Und um diese Inhalte irgendwie auch breit vermittelbar zu machen, haben wir die echt krass aufgelegt, gemeinsam mit allen Organisationen im Format der Krone-Zeitung, einfach weil es die Österreicher gewöhnt sind, das so etwas Praktisches in der Hand zu halten, wo in ganz einfacher Art und Weise mit diesem Credo, wir müssen sparen, wir müssen Schulden abbauen, wir haben über unsere Verhältnisse gelebt, gebrochen wird und die Einkommensverhältnisse und Belastungsverteilung in Österreich offengelegt wird und auch Alternativen aufgezeigt werden. Weil wir an Alternativen ja fast nicht mehr glauben möchten und wir sagen, der Is No Alternative kommt für uns nicht in Frage und wir arbeiten an Alternativen und vernetzen dahingegen ganz viele tolle Potenziale und haben echt einen schönen Katalog auch, was an Alternativen möglich ist, auch in Österreich.